Servus, Leute. So, da bin ich mal wieder. Hier habe ich das Teil jetzt draufgeklebt. Ich habe das wieder heute nochmal abgemacht, weil ich hatte hier genau ein Bremslicht. Der hat mir aber nicht gefallen. Habe es weggemacht. Musste es erneut lackieren, weil die Farbe abgegangen ist. So, jetzt habe ich es mit Sikaflex geklebt, fixiert. Nach einer Stunde, zwei wird es gut sein. Hier mein Radlauf. Ja. So, das sieht dann gut aus. Vielen Dank für den Kommentar, dass man es doch so machen soll. So, schau mal. Motorhaube wird zwar ausgetauscht, aber es dauert mal noch zu lang, um so ein Pickel da rumzufahren. Geht mal auf die Mist, das ist nix. Ne? Da habe ich so hier Steinschlag hier. Alle machen wir den Front komplett neu. Wenn der Motorhaube halt bleibt, dann bleibt der drauf. Wenn er gut ausschaut, dann bleibt er halt. Dann habe ich nämlich noch diesen Aufkleber hier. Kann ich doch erhalten. Ansonsten, ja, mit den Felgen habe ich jetzt mit dem TÜV-Mann geredet. Das ist ein Sachverständiger, also ein höheren Grades. Den kenne ich von früher. Und die geht es jetzt auf Einzelabnahme. So, und das machen wir dann nächste Woche. Wenn das Auto in die Werkstatt kommt, bekommt es eine neue Benzinpumpe, die ich schon im Auto schon drin habe, seit Wochen. Die machen wir drauf. Also Benzinpumpe, Lager vorne. Kühler und dann halt das Eintragen. Ach, dann wird es nicht langweilig. Immer wieder was zu tun. Ja, also, das sieht ja aus. Ist perfekt. Ich habe jetzt nur einmal gewaschen und dann ist es poliert. Aber mit fast 31 Jahren. Gehen wir kurz mal in den Garten rein. So. Das sind ja die Felgen von anderen Kalibra, von dem Silbernen. Die kommen demnächst auch drauf. Die Sommerreifen, die ich auch vorübergehend mal drauf hatte. Und ja. Hier sind die Irmscher Felgen von Vectra, kommen auch demnächst. Das sind die Alus vom Schubkarre. Laufen wir mal, einfach was. Das ist jetzt von der Gartendokumentation. Schaut jetzt nicht mal aus, wir laufen mal kurz vor. Und ja, das ist ja der Schrottstoßstang. Hier fliegen ein paar Federn rum. Mein Lackiertisch. Und hier ist der Patient, wo er noch hin dran kommt. Ja, den tue ich noch polieren. Dann kommt er drauf. Ja. Wollte es euch mal noch zeigen, wie es so ist. Und ja. Übrigens, vielen, vielen, vielen Dank für die ganzen Abonnenten. Die Abozahl steigt ja so gut hoch. Wie gesagt, wenn ihr was wollt, sehen wollt, lasst es mich einfach wissen. Ich zeig's euch. Dann bis zum nächsten Mal.